Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Ich habe gerade gesehen, ach Gott, der Hardliner Bas Dost steht bei Hannover mittlerweile in der Offensive. Das wird der Hammer. Also wenn ich hier den FM13 immer anschmeiße, man, da knallt bei mir die Boxen durch. Ey, es geht ja gar nicht. Ey, sau laut, aber schön. Ich freue mich drauf. Also heute absolutes Topspiel. Das wichtigste Spiel des Jahres nach den letzten beiden doch nicht ganz so erfolgreichen Spielen. Ach, eigentlich schade drum. Bayern haben also mehr oder weniger den Sieg oder zumindest ein Unentschieden weggeworfen. Und ja, gerade das letzte Spiel gegen Rot-Weiß Essen, muss ich sagen, ja, das ging so ein bisschen auf meine Kappe. Ne? Nicht nur ein bisschen, sondern das ging auf meine Kappe. Da muss man vielleicht ein wenig die Rotation zurückschrauben, denn so sicher sind wir noch nicht durch die Liga, sodass wir jetzt schon voll auf Jugend setzen können. Wir sollten aber trotzdem diesen Weg nicht aus den Augen lassen. Wir werden ihn weitergehen, nur nicht ganz so offensiv. Etwas schüchterner vielleicht. Und das hier, das war der erste Ausrufezeichen. Ich weiß gar nicht, war es von Kolb wieder oder doch von Aktogan? Einer von beiden auf jeden Fall schon mal einen rausgefeuert hier vom Allerfeinsten. Auf geht's. Das ist Smolly. Erstmal rüber. Will da Deli bedienen. Schafft es auch. Deli kann sich aber nicht gegen Max durchsetzen. Doch. Aber jetzt gibt das Foul. Mach er doch. Und dann läuft er noch weiter. Als ob er noch weiterlaufen dürfte. Nein. Erstmal gelbe Karte nach 10 Minuten. Für Mats Möller-Deli. Hier sehen wir es nochmal. Ja, da hat er den Ball und dann, ja, spielt er nicht den Ball, sondern spielt den Mann an. Gut, in Ordnung. Wie gesagt, Hannover 96 ist in unseren Reihen der selbst auserkorene Erzfeind Teixeira. Gut gemacht von Cacetis hier an der Stelle. Er war so ein bisschen der Leidtragende in den letzten Wochen, der so ein bisschen dieser ganzen Rotationsgeschichte zum Opfer gefallen ist. Gar nicht mal böswillig, sondern ja einfach dem System geschuldet. Viele Einsätze für Kulka und Co. Vorsicht, Münzen! Nochmal gesperrt, super, aber immer noch ist Hofmann am Ball. Jetzt läuft er ins Aus und es gibt Abstoß. Riesenmöglichkeit für die Hannoveraner hier. Noch sind wir nicht so richtig drin im Spiel. Ich würde mir wünschen, wir würden noch ein bisschen souveräner hier auftreten. Gute Möglichkeit erneut von Deli hier. Balleroberung, stark gemacht. Köpfler fault ihn. Und dann ist Kolb da. Smolly. Vorne ist Aktogan, der schießt aber Kolb an. Ach, ein bisschen kläglich jetzt hier die Bewegung. Cacetis gegen Teixeira, Rüdiger. Erstmal ins Zentrum, wieder über Smolly. Vorne ist Kolb, der da fast zum Abnehmer wird von dieser Superflanke von Cacetis oder von Smolly. Muss man ein bisschen genauer hinschauen. Das ist Aktogan. Da geht rüber. Das ist Teixeira. Cacetis will da ran. Kommt es aber nicht. Schafft es nicht. Deli auf der linken Seite. Und wieder faul. Er muss aufpassen. Er hat schon eine gelbe Karte. Da wäre vielleicht ein Wechsel mal angedacht in der Halbzeitpause, bevor er sich hier mit der ja, Übermotivation ins Abseits katapultiert. Schade wär's. Da ist das Tor. Nein, noch nicht. Auf der Linie gerettet. Ich dachte, der würde jetzt einfach reinfallen, aber grandiose Abwehrarbeit von unserer Defensive hier. Diesen fast schon ja, geglaubten Treffer der Hannoveraner noch rausgekegelt. Aktogan jetzt hier. Toll auf Kolb. Unten ist auch Deli. Kolb, du darfst zwar Distanzschüsse machen, aber dann sollten sie doch zumindest von Erfolg gekrönt sein. Das war jetzt ein bisschen zu früh abgeschlossen. Schade. Und auch nicht mit der nötigen Wucht dann hinter dem Ball. Schmiedebach jetzt auf der rechten Seite. Das ist Hofmann wieder. Der ist sehr, sehr stark. Vorsicht, Hofmann wieder im 16er. Wieder ins Zentrum. Teixeira, jetzt ist er drin. 1-0 für Hannover. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind vielleicht von dieser Aufgabe, das wichtigste Spiel des Jahres, ein wenig überfordert. Unsere Jungs kommen nicht so richtig rein hier in die Partie, laufen ein bisschen den Ball hinterher. Die Offensive schwächelt noch. Mal schauen, wie das im weiteren Verlauf sein wird. Smolly. Oh, weiter Ball, wieder faul, da wird er gestoppt. Gibt es noch eine Karte, da schauen wir mal rein, was der Schiri sagt. Nee, gibt gar nichts, nur Verwarnung für die Hannoveraner. Montero. Zentrum. Smolly. Smolly ist durch. Smolly. Aber Rakowski schnappt sich den Ball. Der wäre super ins obere Eck. Oder wäre im oberen Eck gelandet. Teixeira. Dost. Vorsicht. Montero ist geschlagen. Dost. Schuss. Riedmüller ist da. Der Kapitän, der Kieler. 31 Minuten. Na. Da fehlt noch so ein bisschen das, ich möchte sagen, ja.
die Qualität jetzt hier in den Offensivaktionen. Aktogan jetzt nochmal vielleicht auf Kolbnebel, wieder abgelenkter Ball. Also, wie gesagt, da fehlt so ein bisschen das Letzte. Ne? Der letzte Pass fehlt und vielleicht dann nochmal so die, vielleicht so 5, 6, 7, vielleicht sogar 10% dann in der Offensive, um das hier amtlich zu machen. Vorsicht! Ball abgewehrt, Montero muss ihn retten. Super, Katsetis auf Smolly. Das ist Wirt, bringt den Ball wieder ins Zentrum, Smolly. Und da unten ist Mats Möller-Deli. Vorne steht schon wieder Aktogan bereit. Er stand aber am Abseits. Das ging zu schnell. Also Kolb gibt den Ball schnell ab, aber er schießt auch ziemlich schnell. Er ist jetzt echt das absolute Aushängeschild für One-Touch-Fußball. Ne? So kann man sagen. One-Touch-Fußball. Aktogan. Vorsicht, Aktogan. Gut gemacht. Oh, da lässt sich doch fast rein, die Pille. Der Aktogan, jetzt aber. Wieder an die Latte. Wird nochmal. Ist auch Gottes Willen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Ihr wollt ihn wohl nicht reinmachen, so wie es aussieht. Heidewitzka, also das war jetzt wirklich richtig, richtig eng. Mein Gott, ey. Oh, zum Mäusemelken. Aber gut, was willst du machen? Nochmal anlaufen. Aktogan. Wieder Kolb, wieder Distanzschuss. Diesmal war er doch ein bisschen gefährlicher als sonst. Das sah gut aus. Vincent jetzt mal mit der Ecke. 41 Minuten. Das wäre natürlich top, wenn wir den Ausgleich noch vor der Halbzeit erzielen würden. Ah, Montero! Und wieder an die Latte. Ja, langsam wird es echt klicklich. Im Zentrum, Kolb. Und jetzt aber. Na also, es geht doch. 42 Minuten und wir gehen auf die Barrikaden. Wunderbar. Also, ich sag doch, also jetzt in den letzten, muss ich sagen, in den letzten 10 Minuten haben wir doch ein bisschen hier das solide Fundament der Hannoveraner zum Wackeln gebracht. Langsam aufgeweicht hier und dann gab es einen, ja, man muss sagen, einen Erdrutsch in der Offensive. Da waren ja schon jetzt an die 10 Chancen, die dann ans Aluminium gingen. Also, das war jetzt hochverdient nach den ersten doch nicht ganz so souveränen Schussversuchen, die dann alle an der Latte oder dem Pfosten landeten. Jetzt nochmal Aktogan, hoher Ball, aber kommt, ja, Rakowski kommt raus, pflückt den Ball sicher herunter. Und weiter geht's. Nochmal vielleicht jetzt ein bisschen Aufwind. In Ordnung, ganz, ganz wichtig, dass wir vor der Halbzeit hier das Tor machen. Und nun gehen wir mal rein in die Halbzeitpause. Wie gesagt, die Wechsel müssen wir ein wenig zurückstellen, das wäre einfach zu heiß. Smolly mit einer 5. Och, aber bei einer 5 muss ich sagen, hey, hey, hey. Ich werde ihn jetzt einfach mal heute kritisieren. Kritisieren, was sagt er? Etwas hart, aber in Ordnung. Und natürlich hier Motivation ansetzen. Auch in der Defensive, da darf ruhig auch mitgearbeitet werden. Natürlich, Christoph Leidig jetzt, gar kein Vergleich zu Schal, ne? Der muss einfach mitlaufen, da ist nicht viel möglich. Da kann man nicht viel erwarten, dass da irgendwas Tolles passiert oder dass er sich in die Offensive mit einschaltet. Ganz im Gegenteil, da wäre es einfach toll, wenn er hinten zumacht und fertig ist der Lack. Ansonsten werden wir hier natürlich bei Smolly, der kriegt eine Massage. Kritik, aber Massage ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ansonsten haben wir noch, ja, der ewig, ne? Der ewig angeschlagene Onur. Hat seine Ansprache, jetzt auf keinen Fall nachlassen. Und weitermachen. Ich habe gesagt, der Sieg ist heute möglich. Also geh mal rein in die zweiten 45 Minuten und schauen wir mal. Dost. Und Hannover. Es muss doch endlich mal klappen, dass wir Hannover schlagen. Bisher haben wir es noch nicht geschafft. Nur unentschieden haben wir bisher erreicht oder in die Niederlage uns einfahren lassen. Es wird Zeit für den ersten Sieg in diesem ewigen Duell der beiden Nordvereine. Es wird Zeit. Wie gesagt, Derby-Time für uns. Obwohl nicht wirklich Derby, aber es ist, wie gesagt, es ist der Erzfeind, der selbst ernannte. Mal schauen, ob wir heute endlich mal den Sack zumachen können. Montero, gute Abwehrarbeit, das war schon brandgefährlich. Dost stand schon wieder bereit. Schmiedebach holt den Ball. Aktogan, nein, es geht weiter. Über Dost, über Colt natürlich. Mats Möller-Deli auf der rechten Seite, jetzt an Schulz vorbei. Starke Aktion im Dribbling, jetzt ins Zentrum. Nein, der Ball wird abgelenkt. Max wieder nach vorne. Vorsicht, Texera, der ist schnell. Der ist dribbelstark. Der ist gefährlich, hat Übersicht, der sieht in der Mitte schon Dost stehen, der steht bereit, scheiße, und ich sag's noch, passt doch auf, Mann, 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 gibt's doch nicht. Das war jetzt nur mit Ansage hier die Geschichte. Oh.
Ach, meine Fresse. Kolb. Wird. Bald wechselt er auf die englische Insel. Zu QPR. Da wäre es schön, wenn er nochmal ein paar richtig schöne Aktionen hier abfackeln würde mit uns. Gerade hier dieses Duell. So wichtig, so wichtig. Montero, Vorsicht, Dost, Dost, Schuss. Riedmüller ist da. Es ist knapp eine Stunde gespielt. Nach 70 Minuten gehe ich mal auf die Bank und schaue mir mal die Fitness an der anderen Jungs. Oder beziehungsweise die Noten der aktuellen Mannschaft. Ist auch schlecht, das ist zu früh die Ballabgabe und dann rückt die Abwehr hier perfekt raus. Klar, das ist einstudiert. Abseitsfalle hat zugeschnappt. Da sind wir reingelaufen ins Fettnäpfchen. Weiter geht's. Über Teixeira wieder. Vorsicht, der ist gefährlich. Max, gut gemacht von Leidig. Erste Mal abgewehrt. Da kommt er nicht ran. Gott sei Dank, abseits. Ganz knapp hier. Und sonst wäre das Ding drin gewesen. Aber Maxi hat das anscheinend gesehen. Geht gar nicht zum Ball. Smolli verliert wieder den Ball gegen Köffler. Jetzt reicht's. Eine Stunde gespielt. Gucke ich mir nicht mehr an. Smolli will nicht. Es kommt Dosson. Teixeira. Schuss. Riedmüller ist da. Der ist überhaupt nicht wach. Der ist überhaupt nicht heute in der Partie. Ich weiß nicht, was er treibt. Deli. Kacetis. Wieder Ballverlust. Was ist denn das da vorne jetzt? Kriegen wir gar nichts mehr zusammen. Montero lässt sich da aufdribbeln von Dost. In Zeitlupentempo. Montero, da musst du ran. Jetzt aber Kacetis. Wunderbar. Jetzt mal auf die Seite. Akdogan, stark gemacht. Im Zentrum will er spielen. Möller-Deli bietet sich, Smolli bietet sich auch nicht richtig an. Von daher kann er den Ball auch nicht wirklich zuspielen. Jetzt stehen wir hinten reingerückt. Können auch gar keine Offensive mehr aufbauen. Doch, Akdogan holt sich den Ball. Super gemacht. Kolb jetzt ins Zentrum. Ab da, es wird. Auf der linken Seite. Jetzt zieh mal an, Junge. Jawohl, Akdogan. Kein Abseits. Jetzt Überzahlsituation. Den muss man reinmachen, meine Fresse. Das gibt's doch nicht. Spiel doch einfach in die Mitte. Leg ihn einfach ins Zentrum auf und dann setz ihn rein. Auch sind die nervös heute, die Jungs. Mann. Jetzt nochmal langer Ball. Abseits. Abgewehrt. Das ist Kacetis. Smolli. Oh. Da kann man auch mal versuchen, direkt zu schießen. Rüdiger. Mats Möller-Deli, Zentrum, Smolli, leg auf für Akdogan, jawohl, Akdogan, Schuss, Tor, 2:2, na also, geht doch, Mann, du. Und da habe ich ihn in der ersten Stunde kritisiert und jetzt macht er die Vorlage. Es ist wieder mal ein typisches Unterfangen hier. Auf geht's. Gut gemacht, Smolli, geht raus. Natürlich wird auch abgeklatscht, aber er war nicht so richtig fit heute. Er war nicht richtig auf der Höhe. Vorsicht jetzt, Dost. Das ist Vincent. Kommt nicht ran. Teixeira, Kacetis, auch geschlagen. Und wieder Maxi da. Wunderbar. Gucken wir doch mal, wie der Dosson das macht jetzt heute. Vorne in der Offensive. Ob er da nochmal was reinfallen kann. Dosson. Langer Ball. Keine Abseits von Akdogan. Kein Abseits! Boah, jetzt gucken wir mal, dass wir noch vielleicht auf der Seite, wo Deli ist, da bringen wir nochmal den Brinkmann. Da sehe ich noch ein bisschen Potenzial. Rakowski. Wird. Gut gemacht. Abseits, schade. Gute Balleroberung, aber dann wieder ein Tick, ne? Zentimeter. Die berüchtigten Zentimeter. Ich habe mir echt schon überlegt, ich mache die Woche, glaube ich, noch die T-Shirts fertig. Zentimeter am Tor vorbei. So eins hole ich mir dann gleich, ey. Der Hammer. Aufgepasst jetzt aber. Dost. Kacetis. Gut gemacht. Langer Ball. Vorsicht, Marcelo. Das ist Vincent. Das ist natürlich weit. Das ist dann auch mehr ein Befreiungsschlag statt eine Vorlage. Dosson geht aber ran. Versucht da anzulaufen. Pressing sieht nicht so schlecht aus, aber ist auch gefährlich, weil jetzt hinten Platz ist wie Sau. Rüdiger, da muss einer ran jetzt. Vorsicht. Alle sind nach vorne gegangen. Boah, der Ball massiert da mal komplett durch den gesamten 16er, durch den kompletten Strafraum. Jetzt Dosson. Jawohl, Übersicht. Klasse, wird. Zentrum, Akdogan ist da. Akdogan, an Marcelo vorbei. Akdogan, das 3:2. Was für eine Kombination.
wunderbar, der Dosson mit so einem wunderschönen Pass da auf die linke Seite zu Wirth. Und dann ging es weiter von Wirth natürlich rüber zu Aktogan. Und der macht es einfach, ne, ganz klar. Bringt man jetzt nochmal, super Einwechslung anscheinend. Mensch, ist der geil. Ab in die Zentrum, Aktogan, alles richtig gemacht. 4:2, 89. Minute. Also da waren aber beide Einwechslungen heute perfekt gelöst, würde ich sagen. Sowohl Brinkmann auf der Außenbahn, wie der da runterpeitscht, dann komplett die Außenlinie entlang und dann mit so einem Zuckerpass auf Aktogan. Und natürlich der Dosson, auch ein ganz, ganz starkes Spiel gemacht. Wunderbares Ergebnis, so kann es laufen. Liegen wir 2:1 hinten und dann haben wir noch drei Buden, ey. Der Hammer, richtig schön. Also, so gehen meine Nachbericht, liebe Leute, wir sehen uns, macht's gut. Ciao, ciao, euer Baggy.